MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf einem der vielen Teams, die wir mittlerweile wieder mal besitzen. Und ja, es wird heute soweit sein, wir werden die Jungs verticken. Wie schon erwähnt, ich komme nicht damit klar, wenn so viele bunte Spieler im Team sind. Also hier auch schon wieder 8 Team of the Season, ein Inform und nur 2 goldene. Ohne Scheiß, da spiele ich mit dem Non-Rare-Team besser. Es ist halt leider Gottes so. Ich wünsche es mir ja auch anders, aber es ist nicht anders. Und ich bin auch schon der Meinung, dass ich allgemein den Team of the Season-Spielern schon relativ viele Chancen gegeben habe. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die nach 2 Spielen wieder verkaufen. So ein Mandzukic und Lahm, okay, die schon. Aber das sind jetzt auch Ausnahmen, weil wir die, glaube ich, gestern erst gekauft haben. So, wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal, am besten gehen wir mal hier auf meinen Verein. Ja, machen wir das mal so. Wir gehen auf meinen Verein und verkaufen die dann nach der Reihenfolge. Ich hoffe mal, es sind nicht ganz so viele. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viel wir da jetzt gerade zum Verkaufen haben. So, das wären hier ein paar, die wollen wir verkaufen. Die hier auch. Und ja, das ist gar nicht so viel. 2 Seiten rum, das sollte relativ flott gehen, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal, was wir da noch bekommen oder auch nicht bekommen. Die mache ich erstmal alle auf die Transferliste. Und dann gucken wir mal, was wir, wie gesagt, für die Spieler noch bekommen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich wieder ein hübscher Verlust werden, aber scheiße der Hund drauf, ist halt so. De Rossi zum Beispiel wird krass aussehen, weil den haben wir ja damals noch beim Most Consistent Team gekauft und ich glaube, der ist mittlerweile noch nicht mal mehr die Hälfte wert. Aber naja, wie gesagt, scheißegal. Dafür haben wir auch einen Reus dabei und einen Groß dabei, die wir gezogen hatten. Aber naja, dafür haben wir auch wieder... eigentlich haben wir Coins plus, glaube ich, keins mehr gemacht, weil danach haben wir auch schon wieder für 700.000 oder so gezogen und deswegen ist das eher vielleicht so ein knappes Plus-Minus-Null-Geschäft. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. So, Mandzukic, leider musst du auch gehen. Chiellini gleich auch noch hinterher. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich denke mal, nächstes Video wird dann erst nochmal ein Gameplay sein. Und danach werden wir dann direkt einen günstigen Squad-Builder machen. Weil das sich auch relativ häufig gewünscht wird. Und ja, danach müssen wir mal schauen. Dann spielen wir wahrscheinlich erstmal mit dem Team so 1-2 Spiele. Dann machen wir vielleicht wieder nächsten Squad-Builder, einen günstigeren. Und ja, dann müsste auch so langsam Dienstag, Mittwoch rum sein, wo ich dann wahrscheinlich auch ein paar Team of the Season, Serie A und französische Ligaspieler einkaufen werde. Müssen wir mal gucken. So, jetzt hier, komm, ich überlege gerade. Nee, erstmal weitermachen, erstmal verkaufen. Kaufen können wir dann immer noch wieder. So, den hier auch noch weg. Den auch noch weg, das Schätzelein. Jetzt gucke ich hier gerade. Die Silber-Informs behalten wir natürlich. Thiago Silva, Cech, Nasri. Ich behalte die erstmal ganz kurz, weil vielleicht brauchen wir die für irgendein Team, was ich da nochmal baue dann. Und verkaufen wir erstmal die hier. Und da ist erstmal interessant, wie denn so die Preise sind. Da gucken wir mal zum Beispiel beim lieben Herrn Touré, wie der denn aktuell so steht, der Junge. So, Yaya Touré hätten wir hier. Ich glaube, gekauft für 690 rum. Und ja, mal gucken, ob er... Jetzt ist er wahrscheinlich eh wieder auf 600.000 oder so. Ich kann es mir schon wieder vorstellen. Ist meistens so. Aber naja, erstmal gucken. So, dann gucken wir mal hier so auf... Oh ja, das ist zu viel. Dafür wird es auf jeden Fall eingeben. Deswegen machen wir hier lieber nochmal ein bisschen runter. Machen wir 691.000. Auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass da was dabei sein wird. Ja, ist es auch. 683, 671, 684. Ich würde mal sagen, für 680 sollte er weggehen, oder? Der hier sollte relativ schnell vergriffen sein. Hoffe ich mir mal. Erhoffe ich mir mal. Dann würde ich sagen, stellen wir uns mal für 680k drauf. Für einen Tag einfach. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der weggeht. Ob er dann weggeht, ist natürlich wieder die andere Frage. So, wo bist du? Na? Da ist er. Na, da. So, na gut. Das wäre noch in Ordnung, der marginale Verlust. So, jetzt machen wir einen Tag und ab mit dir. Dann hoffen wir mal drauf, dass du gekauft wirst. So, nächster Spieler, den ich mir angucke, wird Lewandowski sein. Nehmen wir einfach mal einen Lever. Ich weiß jetzt nicht genau, für wie viel wir den gekauft haben. Ich glaube, 570 rum. Machen wir hier mal so...
400.000 oder sowas in die Richtung. Dann machen wir 570 rein in den Filter. So, komm, push dich. So. Ah, hier noch ein bisschen höher. Und dann hier nochmal auf so 560.000, 570.000. Und dann gucken wir mal. Der ist bestimmt auch noch ein bisschen getroppt. So, gucken wir mal hier. 560.000. Ob wir da schon ein blaues Kärtchen dabei haben. Ist eh krass, wie günstig die Preise sind. So, da haben wir tatsächlich einen für 553 und für 555. Sind beide allerdings relativ zeitnah reingestellt worden. Ich denke mal, der ist für 12 Stunden draufgestellt worden und der hier für eine Stunde. Sieht mir stark danach aus. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich würde sagen, 554.000 stellen wir den drauf. So. Transferliste. Na? So, wo ist Lewandowski? Da ist Lewandowski. Ja, so 20.000 sind wir dann wieder runter. Naja. Ist ja kein Ding. Oder 550 glatt. Vielleicht geht er sofort weg. Scheiß auf die 4K sozusagen. Ja, komm, machen wir einfach. Scheiß drauf. 550, ab mit dir. So, nächsten Spieler suchen wir uns raus. Da würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Herrn Reus. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie der liegen könnte, weil den haben wir auch nicht gekauft. Suche ich jetzt erstmal so mit den Filtereinstellungen. Und dann werden wir da mal ein wenig sondieren. So, da hätten wir schon einige. 555... 528, machen wir so 525 den unteren Filter, 525 und dann zeige ich mal her, was du so hast, Kollege. Und da hätten wir noch zwei Stück, 525, 520. Ja, ich würde mal sagen, 525 ist eigentlich in Ordnung. Wir haben auch noch einen linken Flügel, machen wir 520. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen einfach 520 und gut ist die Sache. Ist vielleicht das Beste. So, oh, oh, da war der Reus schon. 520. So, da gehen wir mal hier hoch. Mit den guten alten Filtern. 520.000. Eigentlich könnten wir mehr machen. Linker Flügel auch noch. 500, ach komm, scheiß drauf. Haben wir ja gezogen, 520.000 geht schon in Ordnung. So, nächsten Spieler, den wir nachgucken werden. Keine Ahnung. Gucken wir mal in Sturridge nach. Sturridge und dann noch Company. Und hier ist nochmal alles weg. Sturridge werden wir auch, glaube ich, krassen Verlust einfahren. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Hier mache ich mal den Filter so auf 150. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist er sogar nur noch auf 150. Das wäre natürlich hart. Ich hoffe es mal nicht. So, machen wir noch ein bisschen weiter runter. Und dann gucken wir mal hier noch ein bisschen weiter höher. So auf 200 rum. Also ich glaube, 100.000 machen wir da bestimmt Verlust. Na, komm. Zeigen her. Sturridge. Okay, da haben wir noch keinen dabei. Bin ich relativ glücklich drüber. Ist schon mal etwas. So, 250. Nächste Hausnummer. Und da ist dann einer... Nein, immer noch keiner dabei. Okay, gut, dann machen wir vielleicht doch nicht so einen krassen Verlust. Ach, schon wieder ein Anruf hier. Ich gehe mal ganz kurz dran, tut mir leid, aber muss ich mal kurz. So, da bin ich wieder. Dann gucken wir mal, was der Storage jetzt kostet. Aber 285, da sollte, denke ich mal, definitiv was dabei sein. Und da ist auch einiges dabei. 269 sehen wir hier. Gucken wir mal rein in die Schose. 268 machen wir jetzt einfach mal. So, und da hätten wir immer noch drei Stück, 260, 260. Beide für 260. Ah, machen wir unseren für 259 rein. So, dann hoffen wir mal, dass er weggeht. Hier ist schon einer weggegangen. Ja, wir stellen jetzt natürlich auch immer für den günstigsten Preis rein. Das kann natürlich sein, dass er noch mehr weggehen. Lever ist schon mal weg. Gut, ist die Sache. So, und was war Storage jetzt? 259 wollte ich, glaube ich, machen. So, haben wir auch für, ja... 50.000 sind dann halt weniger passiert, ne? So, 258, 259, ab mit dir. So, dann, jetzt gucken wir mal nach Company. Was der denn so sagt. Alles nochmal weg. Company, ich glaube, wir haben um die 240.000 oder sowas für bezahlt. Mal gucken, was der so kostet. Der ist bestimmt auch schon mittlerweile unter 200.000 getroppt. Könnt ihr mir vorstellen, keine Ahnung. Weil alle Preise ja so krass am Droppen sind. Immer noch. So, gucken wir mal hier rein. Da finden wir natürlich, welche 275.
Ja, das wäre natürlich schön, aber glaube ich jetzt mal ehrlich gesagt nicht dran. Ich meine, natürlich hat er Hammerwerte und 2,50 für so einen Verteidiger ist kein Problem. Aber da alles so billig ist, glaube ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz dran, dass wir den dafür wegbekommen. Deswegen mache ich mal hier 2,50. Gucken wir erstmal in den Filter rein. Aktuell noch nichts Blaues dabei, aber hier sind auch noch massig Goldene dabei. Die anscheinend denken, dass sie da irgendwas rauskriegen würden. Warum auch immer. Keine Ahnung. Es kauft doch keiner ein Company für 50k. Aber naja, ist halt so. Lassen wir mal machen, die Jungs. So, machen wir hier über 100.000. Dann können wir vielleicht noch ein paar rausfiltern. Okay, alles klar. Ich glaube, mit Company machen wir sogar Gewinn. Wer hätte es gedacht? Ich ehrlich gesagt nicht. So, Company 2,55. Boah, machen wir 2,54 oder 2,53, sowas in die Richtung. Dann sollte das in Ordnung gehen. Oder 2,52. Mal gucken. So, Company, wo bist du, Schätzelein? Da bist du. Ah, gut, okay, machen wir durch EA-Gebühr dann doch nicht unbedingt gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall kein Verlust, glaube ich. Müsste gerade so auf plus minus null aufgehen. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Limien Tschech an. Können wir eigentlich die Preisfilter erstmal drinnen lassen? Da gehe ich dann halt nochmal ein bisschen runter. Peter Tschech. Dann machen wir hier mal so. Ich glaube, gekauft für 190 rum, oder? Oder 180? Ich weiß es gar nicht. Mal hier mal so auf 172. Ob da was dabei ist. Und da hätten wir noch keinen blauen. Okay, vielleicht auch da nicht den krassesten Verlust. 185, da wird dann bestimmt was dabei sein. Nein, okay. Oh, das gefällt mir schon mal. Also, ich hätte es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Also, dass wir sehr, sehr, sehr krassen Verlust machen. Ich meine, bei so Leuten wie Sturridge und so war es mir eigentlich klar. Aber jetzt so bei Checht und Company zum Beispiel habe ich auch gedacht, dass die nochmal schön getroppt wären. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Sondern die sind so circa auf den Preisen, wie wir sie auch eingekauft hatten. So, 189 gibt es noch keinen. 190 hatte ich, glaube ich, einen gesehen. Ich denke mal, ich werde dann für 189 draufstellen und gut ist die Sache. Okay, hier gibt es aber auch nur einen einzigen für 190. 191. Ja, gibt es immer nur noch den einen hier. 135 Start. 193. Gibt es jetzt zwei. Einen für 193, einen für 190. Würde ich sagen, machen wir 192. Sollte eigentlich weggehen. Ja, 192 ist ja gut. 192k, dann gucken wir mal, was hier noch verkauft hat. Irgendwas hat sich nämlich noch verkauft. Und zwar Storage. Alles klar? Gut, weiter geht's hier. Wen hatten wir jetzt gesucht? Tschech war es, ne? 100. Wir haben gekauft für 180, okay. Gut, und dann können wir hier 192 machen. Einen Tag und ab mit dir. Auch noch Clove oben drauf. So, jetzt gucken wir mal. Was machen wir als nächstes? Machen wir hier den De Rossi. Da werden wir nämlich jetzt mal einen schönen Verlust sehen. Weil, wie gesagt, den haben wir beim Most Consistent Team gekauft und ja, der ist nochmal unglaublich krass gesunken. Und wir haben ihn halt relativ schnell gekauft auch. Haben da gar nicht so auf die Preise unbedingt geachtet. So, dann machen wir hier mal den Filter ein bisschen höher. So, das sollte reichen. Ich habe nämlich gehört, dass er auch unter 100.000 ist. Das heißt, da machen wir bestimmt ja, 50% Verlust. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt das auch nicht, aber machen wir doch einfach mal hier 104.000 und gucken mal. Was der liebe Ro Oh ja, da seht ihr es. Richtig krass für einen 88er De Rossi. Heftige Sache einfach nur. Aber naja, ist halt so. Da überlegst du fast, ob du einen behalten sollst. Aber naja, wir können ja immer wieder kaufen. So, De Rossi 99, 99, 95, 93. 93, ja, ich würde sagen, 95 werden wir dann nochmal veranschlagen. Ja, 95 können wir, glaube ich, dann schon noch veranschlagen. Sollten wir eigentlich bekommen. Und jetzt seht ihr gleich auch, für was wir den gekauft haben. Nämlich für einen ordentlichen Batzen. Ich weiß nicht mehr genau für wie viel, aber war, glaube ich, schon relativ ordentlich. So, wo bist du? Wen suche ich denn eigentlich? Ach, De Rossi. 183.000, also knapp 100.000 mehr bezahlt. Ist halt schon ein bisschen her, aber naja. Ist halt krass gesunken, der Junge. So, was machen wir hier? 94.000, einen Tag, ab mit dir. Ich hoffe mal, er geht weg. Wäre mal ganz angenehm. So, nächstes gucken wir den lieben Herrn Sterling nach. Der dürfte auch nicht mehr viel bringen. Sterling. So, Raheem. Dann zeige ich mal her, ob du da schon was hast. Wahrscheinlich gibt es da schon was, oder?
Ist zwar Premier League, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Blauer hier mit dabei ist. Oder nicht? Wäre natürlich hübsch, aber hier müssen wir den Filter auch nochmal ein bisschen höher setzen. Weil es gibt ja noch die ganzen scheiß Informs und die will ich natürlich nicht sehen. Deswegen gehen wir mal hier ein bisschen höher. Gehen wir vielleicht hier auch noch ein bisschen höher. So, keine Ahnung. Mal einfach mal hier 130.000. Also da müsste es jetzt auf jeden Fall eingeben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er wieder unter 100 ist. So, da sind jetzt welche. 110. Okay, 110 ist natürlich ganz hübsch. Weil Sterling haben wir auch gezogen. Das heißt, da werden wir sozusagen auch keinen Verlust machen. So, 110. Gucken wir uns mal an die Geschichte. Da haben wir immer noch welche. 107. 107, 107, 107. Ich glaube 107. Dann könnten wir unseren 405 drauf machen. Okay, gut, hier sind noch ein paar. 105, 103. Ah, gut, jetzt kommen wir der Sache da ein bisschen näher. Machen wir hier 103 und hier noch ein bisschen höher vielleicht. So knapp über 80 und dann suchen wir nochmal. So, jetzt wird das auch ein bisschen enger hier. 103, 96, 96, also ist er doch unter 100. Ja, dann mache ich meinen für 95 drauf und gut ist die Sache. Dann müssen wir uns nicht groß aufregen. So, was hatte ich gesagt? 95, ne? Ja, 95. Company ist übrigens auch noch weg. Der ist ja eben schon weggegangen. 95.000 für Sterling. Wenn ich ihn irgendwann mal finden sollte. Da ist er. 95.000. Komm, push dich. Und ja, so viel haben wir gar nicht mehr im Angebot. Also es sollte jetzt gar nicht mehr so lange dauern. So, 95. So, 94, 95, ab geht's mit dir. Gut ist die Sache. Als nächstes schauen wir uns mal den Herrn Mandzukic an. Mandzukic und Lahm vielleicht. Könnten wir mal machen. So, dann machen wir erstmal hier vielleicht einen Fips. Fipsi Lahm. So, da ist er. Dann machen wir mal hier ein bisschen auf, keine Ahnung, 130 oder sowas. 130.000. Und oben so auf 160. Ja gut, so wollte ich das jetzt nicht haben. So, machen wir hier noch ein bisschen runter und da ein bisschen hoch. Auf 160 und dann gucken wir mal. Na, noch ein weiter. So, 160.000 für einen Fips. Mal gucken, ob das noch so stimmt. Ich glaube, wir haben so 170 für bezahlt. Aber wie, ja, ist anscheinend so krass dann doch noch nicht gesunken. Also auf 160 ist er anscheinend noch nicht. Gucken wir mal, 170. 170 finden wir dann welche. Da hätten wir 170, 168, 165, 168. 165 günstigste. 165 günstigste. Okay. Machen wir für 164 rein. Gut ist die Sache. So, komm. Wo ist er? Sterling ist direkt weggegangen. Was hatte ich jetzt gesagt? 164, ne? Wo ist der Fips? Da ist er. 164. Ja, 10.000 innerhalb von einem Tag. Da sieht man halt. Die sind echt als noch am Droppen hier, die Jungs. So, 164. Nächster, Mandzukic. Gucken wir uns an. Können wir eigentlich den Filter mal drinnen lassen, weil ich glaube, die liegen so circa in der gleichen Region. Gucken wir gleich mal hier, ob da schon einer für 170.000 dabei ist. Von den Marios. Ja, 166, 170, 166. Machen wir 165. Gut ist die Sache. Zurück hier, 165. Ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben. Müssen wir gleich mal gucken. Was habe ich gesagt? 165, ne? Ja, machen wir 165. Wir haben bezahlt 172. So, 165. Ab mit dir. So, nächster wird sein. Machen wir mal Alaba. Alaba und dann vielleicht noch Sokratis. Alaba, ich habe überhaupt keine Ahnung, was der kostet. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben ihn zwar neulich erst gekauft, aber ich habe schon wieder komplett vergessen. So, Alaba. Da hätten wir einen einzigen für 170 direkt drin. Okay. Machen wir vielleicht hier nochmal auf 175. Um nochmal ein bisschen zu sondieren. Wenn da jetzt nämlich immer noch nur der 170er drin wäre, wäre es nicht so hübsch. 173, 100, ja, machen wir mal. Ich würde sagen, 170 ist okay. Weil wenn der 170er weg ist, dann wird mein 170er vielleicht auch gekauft. So, komm. Wo bist du, Alaba? Da ist er. Oh, machen wir sogar einen Gewinn. Ja gut, was hat? Ja doch, Gewinn machen wir schon, aber ganz schön marginal. So, 170. Dann, nächsten, den wir uns angucken, ist Coleman. Coleman, keine Ahnung. Ah, da könnten wir wahrscheinlich den Filter rausnehmen. Muss ich ein bisschen mehr hier machen. Cole. So, da ist er, der Coleman. Gehen wir hier mal ein bisschen runter mit dem Filter, weil dafür werden wir ihn leider Gottes nicht losbekommen. So, ich glaube, wir haben den gekauft für 80.000 rum.
Der ist bestimmt auch nochmal schön getroppt. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es war um die 80.000. So, gucken wir mal hier, 79. Da wird es wahrscheinlich schon die ersten geben. Na, komm. So, oh, da gibt es keinen. Verwunderlich, okay. Ja, auf rechts gibt es jetzt nicht so viel in der Premier League, was informmäßig ist, beziehungsweise so richtig stark auch. Und ja, okay, dann ist er anscheinend echt noch auf 85. 85 hier gerade der günstigste. Oh, machen wir für 84 rein, den Junge. Würde ich sagen. 84, ich glaube, dann sind wir sogar plus minus 0 so circa bei ihm. Es geht in Ordnung. So, Tschech ist auch weg für 192. Was hatte ich jetzt gesagt? 84, ne? 84 für einen Coleman. Ja, sehr schön. Machen wir durch die EA-Gebühr zwar trotzdem keinen Gewinn, aber wenigstens mal keinen Verlust. Das ist auch mal was. So, dann gucken wir uns Firmino an. Da können wir erstmal alles rausmachen. Ich glaube, der hat 48.000 gekostet, wo wir ihn gekauft haben. Firmino war auch ein ganz guter, der Junge. So. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal so ein Team of the Season Special, wo ich nochmal die ganzen Spieler bewerte, die ich schon gespielt habe. Sind ja schon ein paar gewesen vom Team of the Season. Gucken wir mal hier so bei 44, da wird es auf jeden Fall einen geben, denke ich mal. Gucken. Gucken. Nee, echt nicht. Würde mich hart wundern. Na, hier sind natürlich noch die ganzen Schwarzen drin, aber es gibt echt keinen, okay. Anscheinend hat er seinen Preis dann doch ein bisschen beibehalten. Dann gehen wir mal hier direkt über 30.000 drüber. Und hier mal so, ja, auf dem Bereich, wo wir ihn gekauft haben, nämlich so 48.000 rum. Und ja, da gibt es dann massig wieder. So, 47 haben wir gesehen, 46 glaube ich auch. Gehen wir mal hier so auf 46 glatt. Denke ich mal, stellen wir mal für 45 drauf, so. Ja, okay. Da ist jetzt glaube ich schon wieder ein Anzeigefehler mit drinne. Wer weiß, vielleicht war vorher auch schon Anzeigefehler. 46, ja, machen wir mal für 46 rein. Sollte eigentlich weggehen. So, ich denke mal, Touré ist hier gerade weggegangen. Oder Reus, keine Ahnung, Reus ist weggegangen. So, dann gucken wir mal hier weiter. Wen wollte ich jetzt nochmal? Firmino war es, genau. So, 49 gekauft, den stelle ich mal direkt für 46 drauf. Maestro hat er auch noch. Sollte weggehen. So, Sokratis ist der Nächste. Ihr seht das auch, wie schnell die weggehen. Also wenn ihr verkauft, solltet ihr das nicht so machen wie ich. Ich mache das halt einfach, dass sie weg sind und gut ist die Sache. Und aber wenn ihr auf die Coins achtet, dann solltet ihr nicht so verkaufen, wie ich das gerade mache. So, jetzt machen wir hier nochmal den Filter. Ich glaube, wir haben den für um die 100.000 gekauft. Den Pierre-Emerick. Das heißt, wir können hier mal, denke ich mal, schon auf 86 rumgehen. Und hier mal so auf 102. Und dann gucken wir mal. So. Da hätten wir keinen 82er dabei. Jetzt ist, glaube ich, Touré gerade weggegangen. Oh, 107. Ich glaube, wir haben sogar für 107 gekauft, oder? So, da sind jetzt auch welche. 105, 103. 103 ist der günstigste. 103. Da mache ich mal für 102 rein. So, Transferliste. 102, das müsste Touré gewesen sein. Coleman, Lahm und Touré. Okay, alle auf einmal. Geht schnell hier. So, Alaba jetzt auch noch hinterher. So, jetzt habe ich den Preis schon wieder vergessen. Ach so, 102.000 für Aubameyang. So, dann gucken wir mal. 102.000, da ist Aubameyang. Ja, geht in Ordnung. 101, 102, ab mit dir. So, nächster wird sein. Was hatten wir hier vorne noch? Groß, ne? Groß und Sokratis. Werde ich erstmal Groß kurz checken. Hier alles weg. Gucken wir hier nochmal nach. Groß. Tony, da ist er. Dann gucken wir mal, was der kostet. Hat ja auch einen Inform. Bei dem weiß ich es auch nicht, weil den haben wir ja auch gezogen. Aber über 100.000 müsste ja auf jeden Fall sein, oder? Oh, hier 100.000 rein und gucken erstmal. Dann können wir den Preis noch ein wenig weiter einzingeln. So, was hätten wir hier? 160, 128, 120, können wir auf jeden Fall 120 machen. War schon mal ein Gebot über 100.000, das ist schon mal etwas. Oh, hier 116.000, ob es da schon was gibt. Nee. Okay, 120.000 wäre okay. 119, also 120 habe ich gesehen. 119 gibt es keinen, also stelle ich meinen wahrscheinlich für 119 drauf.
So, 120 nochmal kurz geguckt, ob es auch stimmt oder ob ich mich da verschaut habe. Ne, 120 gibt es einige. So, deswegen ja, 119 geht der drauf. Ich mache das auch immer sofort. Ich könnte natürlich nochmal Sokrates direkt nachgucken, aber ich vergesse dann eh wieder die Preise. Ich vergesse ja so schon fast. So, Toni Kroos, 119k. Ist schon krass für so hoch bewertete Spieler, diese Spottpreise. Aber das ist halt einfach der Marktcrash, der einfach jedes Jahr abnormal ist. Aber ich glaube, so abnormal, wie er dieses Jahr ist, war er bisher noch nie. Aber naja, ist halt so. So, nächsten Spieler gucken wir uns an. Sokrates. Ich habe gar keine Ahnung, was der kostet. Na? Ich glaube nicht, dass der noch 100k kostet, oder? Ich lasse mal hier auf 120 und gehe mal hier noch ein bisschen runter. Keine Ahnung, so auf 68. Gucken wir mal. So, was hätten wir da? Da hätten wir einige. Ja, der kostet keine 100k mehr. 93 rum, auf jeden Fall. Gehen wir mal hier auf 90. So, aber Sokrates haben wir auch gezogen. Das heißt, auch da sozusagen kein Verlust. Prinzipiell natürlich schon ein Verlust, weil wir hätten ja direkt verkaufen können. So, 85 hier einer drin, aber gerade erst drin. Ich würde sagen, wir machen unseren für 87 rein. Weil ich glaube, der ist hier relativ schnell weg. 87, 87 oder machen wir gleich für 85 rein? Wir machen, glaube ich, gleich für 85 rein. Dann bin ich mir relativ sicher, dass er weggeht. So, 85. 1000 für dich, Jung. Kann man mal machen bei seinen Werten. Ist halt auch wieder kein Preis. Er ist jetzt zwar nur ein 85er, aber trotzdem ist natürlich hier ein Schnäppchen für so einen Preis. So, die können wir eigentlich, ich weiß gar nicht, was sie hier machen, die Verträge alle. Eigentlich mache ich ja nie Verbrauchsobjekte auf die Tauschliste. Aber die mache ich erstmal kurz im Verein, weil irgendwann müssen wir unsere 6000 Vereinsobjekte oder so danach dem Team of the Season auch mal verkaufen. So, auf Verbrauchsobjekte. Ich glaube, aktuell haben wir beim Team of the Season so um die 1,5 Millionen für Packs ausgegeben. Müsste so circa stimmen. 1 bis 1,5, ich kann es nicht genau sagen. Chiellini, Joe Hart. Chiellini, Joe Hart. Ja, gucken wir erstmal kurz Chiellini an. Was der so kosten soll. Der kostet wahrscheinlich gar nichts mehr, weil er jetzt auch noch ein Team of the Season hat. Wahrscheinlich noch 50.000 oder so, wenn überhaupt. Ich glaube für Hunden, na gut. Obwohl, wir haben ihn ja eigentlich für 130 oder sowas gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann machen wir erstmal hier kurz weg und gucken erstmal, was er so kosten soll. Giorgio Chiellini. So, da hätten wir ein paar. 100, ja, klar. Oh, okay. Ja, ganz schöne Gebote gibt es noch drauf. 96 hätten wir hier schon mal auf jeden Fall als sehr günstigen. Ja, Filter, 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 Filter. 90. Komm, push dich, push dich. Ja, gehen wir hier nochmal ein bisschen höher. So, damit wir nochmal ein paar goldene rausfiltern und dann hier auf 90.000. Dann gucken wir mal, was wir denn für den gerade noch so bekommen. Ich meine, den habe ich ja schon gekauft und habe schon gesagt, hier werden wir einen schönen Verlust machen. Weil es war halt klar, dass er ins Team of the Season kommt. Und es war auch klar, dass dann sein Preis schön droppen wird. 86, 5, 84, 84. Ich würde sagen, ich mache meinen echt für 82 rein, weil ich will den relativ schnell losbekommen. Weil der wird wahrscheinlich jetzt noch schneller und schneller droppen. 82 rein und gut ist die Sache. Ja doch, ist glaube ich das Beste. So, 82 für Chiellini. Ja, gut und gerne 40k. 82. Wir haben ihn sogar als Anker. Vielleicht will den wir haben. So, 82, einen Tag, ab mit dir. Joe Hart hätten wir noch. Joe Hart, Fernandinho. Gucken wir erstmal Fernandinho noch schnell an. So. Machen wir hier Fernandinho. Wo bist du? Da ist er. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben den so für 95 gekauft, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber gucken wir erstmal nach. Und da hätten wir einige. 95, 91, 90. Also 90 können wir auf jeden Fall schon mal runtergehen. So, machen wir 89,5 vielleicht sogar. Und da gibt es keinen mehr, okay. Dann kriegen wir so 90 noch für ihn. Na, komm, pushen. So, und da zeigt er uns hier ein, 90,5. Ja, machen wir unsere für 90 drauf und gut ist die Sache. Müssen wir uns jetzt keinen dicken Kopf machen. So, wo bist du? Da, Fernandinho. Ja, 105 haben wir bezahlt. Also auch der nochmal richtig schön getroppt.
90.000, ab mit dir. Als nächstes gucken wir uns nochmal den Joe Hart an, dann den Montero. Joe Hart, habe ich auch keine Ahnung mehr. Hätte ich vielleicht mal ganz kurz gucken sollen, für wie viel ich den gekauft habe. So, da ist der Joe. Gucken wir jetzt mal so. Da wird es auf jeden Fall eingeben. Ich glaube, 75 rum haben wir bezahlt oder so. Oder? Weiß gar nicht mehr. Okay. Der ist jetzt auf jeden Fall auch nochmal getroppt. Definitiv. Gucken wir mal, 60.000 rum. Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, was wir bezahlt haben, aber wir werden es gleich sehen. 60,5. Ah, gibt es immer noch massig. 59, 58, 5. Ich glaube, 58 sollte er dann doch rausgehen. Ja, machen wir für 58. So. Gucken wir hier kurz vorbei. Und wo bist du? 58, Joe Hart. Ja, gut, okay, es geht. Ich dachte, wir hätten 75 bezahlt, aber wir haben knapp 65 bezahlt. So, 58, ein Tag, ab mit dir. Dann Montero. Ey, der muss endlich weggehen. Ich glaube, ich stelle dir jetzt diesmal direkt 5.000 oder so unter Preis rein. Weil der will einfach nicht weggehen. Montero. Freddy Montero, da ist er. Jetzt gehen wir hier nochmal mit dem Preis ein bisschen hoch. Damit wir die Silbernen raus haben. So, und jetzt suchen wir mal. Na, komm, push dich. Ein einziger auf dem Markt? What the fuck? Nee, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann das sein? 138k. Ich glaube, ich mache mal hier ganz kurz alle Filter raus und suche mal nur nach dem. Ich meine, der ist ein Silberspieler, das heißt, da sollte es eh nicht so viele geben. So, Freddy Montero, jetzt suchen wir nach allem. Dann gucken wir nochmal. Da ist auf jeden Fall schon mal einer. Nee, das stimmt schon mal gar nicht. So, hier ist kein Sofortkauf mit dabei. Gucken wir mal auf der zweiten Seite. Da ist auch kein Inform. Da ist einer. 138, das ist der, den wir schon gesehen hatten. Okay, es ist anscheinend echt kein anderer Sofortkauf auf dem Markt. Ich würde mal sagen 130 und ab geht's mit ihm, oder? Ist halt scheiße. So, ja, komm, machen wir einfach mal hier. Ich hatte ihn für 135 drauf. Er hat auch eigentlich Hunter. Ich mache 135, einen Tag wieder. Vielleicht will ihn ja wer haben. Vielleicht auch nicht. So, jetzt hätten wir noch Ribeiro und dann die Kastanie noch. Die kosten natürlich beide überhaupt nichts. So, Ribeiro. Da ist er. Ribeiro. Dann gucken wir mal. Ich denke mal so, keine Ahnung, 15.000 oder so. Irgend sowas in die Richtung wird es wahrscheinlich sein. So. Und die Kastanie, 25k rum vielleicht. Müssen wir mal schauen. So, Ribeiro erstmal 17,5. Gucken. Und da haben wir... Ach, massig. Massig. 17 rum. Okay, 17 rum ist da der Preis gewesen. Gehen wir hier nochmal auf 16. Gibt es noch einen für 16 direkt. Ja, ich würde jetzt auch sagen... 16 mache ich bei ihm drauf. Und dann gucken wir noch schnell die Kastanie nach. Kastan, da ist er. Gehen wir hier noch ein bisschen höher und gucken auch da nochmal nach. Also 16.000 für Ribeiro und die Kastanie müssen wir mal gucken. Ich muss mir nur die 16.000 einprägen. Ja, mein Kopf ist durch. So, gucken wir hier 25k. Und? Ja, gibt's massig. 24, 23, 5. Gehen wir mal auf 23 runter. 23. Der war übrigens, der hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Also hat echt solide gespielt. Und ich glaube, eigentlich so gut wie gar keinen einzigen Fehler gemacht. Hier machen wir 22.000. Sollte eigentlich weggehen. So. Und dann hätten wir die, glaube ich, alle gelistet. Dann haben wir noch so ein paar Silberspieler von der Bundesliga. Die werde ich auch noch selber listen, weil das sind einfach nochmal zu viele. So, hier hat man gesagt 16.000, den haben wir auch ziemlich früh gekauft. Der gammelt jetzt auch schon, weiß ich nicht wie lange, auf der Transferliste rum. So, Ribeiro. Und dann hier die Kastanie, was hat man gesagt, 22, ne? Oh, 22. So, jetzt hätten wir dann alle gelistet. So, aktuell, ja, das meiste hat sich ja schon verkauft. Aubameyang bringt noch 100k. Der noch sind wir so auf 110k. Also ich versuche jetzt so einigermaßen die E-Gebühr noch runterzurechnen. Sagen wir mal so 300k, 400k oder 380k. 430, 530, ja, 510, 520, 520, 535, 550 rum.
550k dann hier noch circa, wenn die weg sind. Circa. Und dann sind wir hier schon mal auf 4 Mille circa. Müsste so in die Richtung gehen. Verein haben wir auch noch so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, so eine halbe Million oder so. Und dann, wie gesagt, ich habe ja noch genug andere Accounts, wo noch ein paar Millionen drauf liegen. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, genug Coins sind vorhanden. Aber wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen gechillter machen mit den Team of the Season Spielern. Weil es macht mir halt aktuell gameplaymäßig einfach keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, dann bringt das halt auch nichts. Ich meine, euch macht das dann auch keinen Spaß. Aber wie schon angekündigt, nächstes Spiel haben wir wahrscheinlich nochmal ein Non-Rare-Team, könnte ich mir gut vorstellen. Und danach dann ein Teambuilding. Weil ich will nicht gleich hier nach diesem Video noch ein eine normale Aufnahme machen, ohne irgendwie mal zwischendurch durchgespielt zu haben. So, im Päckchen war jetzt nichts drin. Zwar zwei glänzende Spieler, aber ansonsten sieht das nicht so bralle aus. Bisschen Fitness hier noch mitgenommen. Ja, aktuell 6250 Objekte im Verein. Da liegen wahrscheinlich auch nochmal um die 2 Millionen. Wenn dann der Preis wieder gut gestiegen ist, werden wir die auch mal verticken. So, ich würde mal sagen, wir sind durch für dieses Video. Geht ja auch schon wieder lang genug, würde ich sagen. Und ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.